Hey Leute, heute zeige ich euch einen Brautlook für Bräute, die sich etwas stärker schminken wollen. Beziehungsweise an der Braut Pia, die ich so geschminkt habe, sah der Look eigentlich auch schon wieder natürlich aus, weil sie nämlich so gebräunt war. Hier sieht man vor allem sehr schön, wie anders ein und dasselbe Make-up an zwei verschiedenen Personen wirken kann. Pia wollte ihr Augen-Make-up in Taupe haben, weil es zu ihrem Kleid gepasst hat und weil blaue Augen damit besonders schön aussehen. Im Grunde ist die Farbe aber beliebig austauschbar. Ich verweise euch hier auf das Einleitungsvideo für den Picture Perfect Look und da sage ich, auf was ihr bei Produkten achten sollt, wenn ihr euch selbst auf Hochzeiten schminkt. Das gilt jetzt natürlich nicht nur für Hochzeiten, sondern eigentlich für alle Anlässe, auf denen Fotos gemacht werden. Ich beginne zuerst mit dem Augen-Make-up, weil Pia eine Mischhaut hat und es so einfach besser ist, wenn Foundation und Co. so spät wie möglich aufgetragen werden, weil das Make-up dann einfach länger frisch aussieht. An dem Tag war es auch sehr, sehr, sehr heiß und deswegen habe ich nur Produkte verwendet, die lange halten und auch das Schwitzen überleben. Zuerst trage ich die Lidschattenbase mit dem 217er Pinsel von Sigma auf das komplette bewegliche Lid bis hoch zur Augenbraue und auch unten am Wimpernkranz auf. Jetzt tupfe ich das Taupe auf das bewegliche Lid. Ich tupfe deshalb, damit die Farbe richtig intensiv wird und auch sehr lange hält. Pia hat, so wie ich, leichte Schlupflider, deswegen kommt die Farbe auch bis hoch zur Lidfalte. Der Rest, der noch auf dem Pinsel ist, kommt dann unten an den Wimpernkranz. In den Augeninnenwinkel trage ich mit der anderen Seite des 239er Pinsels einen pastelligen Rosaton auf, der sehr dezent schimmert. Und rosa deshalb, weil ich finde, dass es mit Taupe sehr, sehr schön aussieht. Und ein Hauch von der Farbe kommt auch an den höchsten Punkt der Augenbraue. Damit das Taupe im äußeren Augenwinkel anders und dunkler schimmert, trage ich mit dem 219er von Sigma ein Dunkelbraun am äußeren Wimpernkranz entlang und etwas in der Lidfalte auf. Da Pia große und rundliche Augen hat, strecke ich sie ihr etwas nach außen, indem ich in der Lidfalte das Dunkelbraun weiter nach außen auftrage. Mit dem Smoky Eyes Pinsel von Essence trage ich das Konturpuder, das ich später auch benutzen werde, oberhalb dem dunkelbraunen Lidschatten auf, damit so eine Lidfalte entsteht. Wie gesagt, wir haben beide leichte Schlupflider und müssen eine Lidfalte künstlich erzeugen. Ich gehe auch noch mit dem Puder noch etwas weiter Richtung Mitte des Auges, weil ich mein Auge noch zusätzlich nach oben strecken will, weil ich größere Augen haben will. Das hat Pia aber nicht gebraucht und deswegen habe ich bei ihr das Konturpuder nur außen aufgetragen. Damit die Ränder weicher sind, verblende ich sie mit einem sauberen 217er von MAC. Übrigens, wie man Augen generell kleiner und größer schminkt, findet ihr in der Infobox verlinkt. Damit die Wimpern dichter wirken, trage ich einen wasserresistenten Gel-Eyeliner auf der oberen Wasserlinie auf. Ich benutze dafür einen abgeknickten Pinsel ohne Namen. Und danach ziehe ich einen sehr dünnen Lidstrich. Und sehr dünn deshalb, damit das Auge insgesamt nicht zu dunkel wirkt. Und damit der Lidstrich weicher aussieht, tupfe ich einen schwarzen Lidschatten mit dem 263er Pinsel von MAC darüber. Durch den Gel-Eyeliner darunter hält die Farbe jetzt bombenfest. Und da ich Pia ja die Augen noch mehr nach außen strecken wollte, ziehe ich mit dem Lidschatten das Ende des Lidstrichs weiter nach außen. Ich arbeite mich da Millimeter für Millimeter vor, damit der Winkel noch stimmt. Gleichzeitig rauche ich die Farbe noch etwas aus, damit die Linie nicht so hart wirkt. Und wenn ich in der Lidfalte mit dem Lidstrich angekommen bin, höre ich dann auch auf. Und damit der Übergang von dem Schwarz zu dem Taupe weicher wirkt, trage ich oberhalb des schwarzen Lidschattens dasselbe Dunkelbraun von vorhin auf.
Damit der Lidstrich außen am Auge nicht so hart wirkt, blende ich vorsichtig mit dem Essence-Pinsel den Lidschatten in die Lidfalte. Also ich setze nur am Ende des Lidstrichs an und ziehe die Farbe in die Lidfalte, damit so etwas wie eine Cut-Crease entsteht. Und damit das Auge mehr geöffnet aussieht, trage ich einen beigen Kajal unterhalb des schwarzen Lidstrichs auf. Und damit das dann auch lange hält, tupfe ich ein Beige darüber. Bei Pia habe ich einfach das Gesichtspuder in ihrer Farbe darüber getupft. Jetzt kommt in die Wasserlinie ein weißer Kajal, damit das Auge noch mehr geöffnet wird. Und vor allem auch am äußeren Ende der Wasserlinie, so wird das Auge nochmal einen Tick mehr nach oben geliftet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch noch mit einem weißen Lidschatten fixieren, aber das muss jeder selbst wissen, ob er Lidschatten in der Wasserlinie mag. Und jetzt tusche ich die Wimpern. Pia hatte die wasserfeste Version dieser Mascara benutzt. Danach habe ich Pia einzelne Wimpern von MAC aufgeklebt und wie das geht, seht ihr in der Infobox. Für das Video hier habe ich diese Wimpern in 2/3 und 1/3 auseinandergeschnitten und das längere Stück außen am Wimpernkranz aufgeklebt. Erst jetzt wird das Gesicht geschminkt und damit das Make-up sehr lange hält, trage ich einen Primer auf. Eine Review darüber findet ihr in der Infobox. Danach tupfe ich die Foundation auf das Gesicht und bei Pia habe ich die Nuance 5,5 benutzt. Ich verreibe die Foundation mit dem Stippling Brush von Real Techniques. Danach trage ich Concealer mit dem 224er von MAC unter den Augen auf und da ich keinen so dunklen Concealer hatte, habe ich einfach diesen mit der Foundation gemischt und ja, das hat super funktioniert. Alle Hautunreinheiten habe ich dann auch mit der Foundation und einem Hauch Concealer abgedeckt. Danach habe ich ihr Gesicht mit einem transparenten Puder und dem Blush Brush von Real Techniques abgepudert. Und daraufhin habe ich ihr Gesicht mit dem 176er von Sigma konturiert. Einzelheiten seht ihr aber auch in dem Einleitungsvideo. Und damit der Übergang des Konturpuders nicht so stark aussieht, habe ich die Ränder mit dem Puderpinsel von vorhin verblendet. Oberhalb des Wangenknochens trage ich mit dem Rougepinsel von Ebelin einen Highlighter auf. Und damit die Wangen schön frisch aussehen, trage ich einen Pfirsichton mit Satin Finish mit einem Rougepinsel von For Your Beauty auf die Apfelbäckchen auf. Ein bisschen verblende ich das Rouge auch nach hinten und an den Schläfen, damit das Gesicht einfach insgesamt frischer wirkt. Jetzt zeichne ich die Augenbrauen zuerst mit einem Lidschatten und danach mit einem Bleistift nach. Ein extra Augenbrauen-Tutorial findet ihr in der Infobox. Und damit die Augenbrauen gerade vorne natürlicher aussehen, bürste ich sie noch in Form und damit die Augenbrauenhärchen auch so bleiben, wie ich sie haben will, fixiere ich sie mit einem Gel. Zum Schluss trage ich noch Lippenstift mit einem glossigen Finish auf, weil wir uns gegen einen Lipgloss entschieden haben und fertig ist jetzt auch das komplette Make-up. Es hat wirklich den ganzen Tag trotz der Hitze gehalten und Pia war sehr zufrieden. Und ja, vielen Dank an meine Braut, dass ich die Fotos zeigen durfte und natürlich auch für dein Vertrauen, dass ich dich an deinem großen Tag schminken durfte. Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis bald, ciao, eure Anna. Falls ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, nicht nur an mir, sondern auch an meinen Freundinnen, an meiner Mama oder an irgendwelchen anderen Models geschminkt, dann klickt doch einfach auf diese Playlist hier.